Es sind nur wenige Kilometer von Schlüsselfeld nach Ebrach. Mitten im Naturpark Steigerwald liegen in einem Tal verteilt die Häuser des Ortes um die prachtvolle Abtei des Zisterzienserordens herum, die diese Ortschaft begründete. Die Abtei von Mark Ebrach. Man schrieb das Jahr 1127, als diese mächtige Zisterzienserabtei gebaut wurde. Und es war die erste solcher Ausmaße rechtzeitig des Rheins. Die Michaelskapelle, schlicht und schmucklos im Originalzustand erhalten, ist das Herz und zugleich der erste Stein der Abtei. Dieses römische Bauwerk mit frühgotischen Elementen, die in ihrer Art so typisch für den Baustil des Zisterzienserordens sind, ist sicherlich seinerzeit das bedeutendste in ganz Deutschland. Jahre später wurde die Abteikirche errichtet, deren Inneres jedem Besucher mit ihrer Größe, ganz besonders aber mit ihrer Schönheit, den Atem nimmt. Die prächtige Fensterrosette, die signifikanteste des Landes, ist eine perfekte Replik des Rosenfensters der Kathedrale von Notre-Dame. Die Gärten des Klosters werden vom Herkulesbrunnen bewacht, dessen Ausmaße auf die Großartigkeit des Ortes im Laufe der Geschichte schließen lassen. Die Abtei von Ebrach hat im Laufe der verschiedenen Jahrhunderte diverse künstlerische Stile aufgenommen. Das Treppenhaus im Eingangsbau ist ein ganz besonders fantastisches Meisterwerk des Barock. Die altberühmten Architekten der damaligen Zeit, wie Dienzenhofer, Greising und Balthasar Neumann, ließen hier ihrer Kreativität freien Lauf. Wir begeben uns nach oben und bewundern die wunderschönen Gemälde und eleganten Skulpturen. Jedes Jahr bildet der Kaisersaal den stilvollen Hintergrund des Ebracher Musiksommers, einem alljährlichen Höhepunkt der klassischen Musik. Musiker der ganzen Welt treffen sich hier, in einer der schönsten Räumlichkeiten der Region. Wo einst Äbte wohnten, befindet sich heute das Museum der Geschichte Ebrachs, in dem sich Stücke aus 700 Jahren Zeitgeschichte der Abtei und seiner Umgebung befinden. Ebrach liegt inmitten des geheimnisvollen Steigerwalds. Enorme Buchen scheinen den Himmel umarmen zu wollen. Am Fuß der Stämme das Laub und die welken Überreste anderer Pflanzenarten, dem Lauf der Zeit ergeben. Vor Ort gibt es ein Naturbad, ein wahres Bürgerbad. Eine Anlage, in der Jung und Alt die Sonnentage genießen kann. Sonnenstrahlen, die die Farben der Landschaft widerspiegeln und von den wogenden grünen Wiesen der Umgebung mit ihren gelben Sprenkeln eingefangen werden.
Das ist Ebrach. Licht, Farben und Geschichte.